Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute machen wir ein richtig klasse Rezept, das super schnell im Ofen ist. Wir backen Omas Blechlebkuchen. Ein Rezept, das ich als Kind geliebt habe, hatten wir leider nie in der Bäckerei, aber es ist mit Liebe gemacht worden, super simpel und meistens sind es ja die einfachen Rezepte, die am besten schmecken. Ich beginne mit den flüssigen Zutaten, 500 Gramm Milch in die Küchenmaschine, 320 Gramm Sahne gleich mit dazu, dann brauche ich 190 Gramm neutrales Öl, Sonnenblumen oder Rapsöl, dann die trockenen Zutaten, 25 Gramm Lebkuchengewürz, 120 Gramm Hello Sweetie, alternativ Kristallzucker, 750 Gramm Mehl und 25 Gramm Backpulver. Backpulver hier noch schön darunter mischen und dann gleich in die Küchenmaschine geben. Dann darf Honig nicht fehlen, 320 Gramm Honig gleich mit dazu. Und zum Schluss noch etwas Orangen- und Zitronenabrieb. Dann die Küchenmaschine schließen, auf kleiner Stufe mischen. Und das war's dann schon. Lebkuchengewürz habe ich mir selber gemacht. Dazu verlinke ich dir ein Rezept auf meinem Rezepteblog. Dann kannst du dir das nachmachen. Ist viel, viel besser als das Gekaufte. Denn das Gekaufte, da wollen sie immer den Preis drücken und strecken das Ganze einfach mit billigem Zimt. Das ist hier nicht der Fall. Dann hat Oma immer noch Kakaopulver dazugegeben. Das könnte man auch von Anfang an, erinnert mich einfach an die Kindheit. Sie stand immer da und hat das dann vorsichtig so beigegeben, ungesüßtes Kakaopulver. So 10 bis 20 Gramm nach Belieben. Das hilft vor allem natürlich fürs Aroma, aber gibt dem Ganzen auch eine wunderbare Farbe. Und dann nur noch in ein Backblech füllen, normalerweise ausfetten. Dieses Blech hier ist beschichtet, darum mache ich es hier nicht. Guck dir mal diesen Teig an. So, den Rest noch rein. Wunderbar. Und dann gleich hier mit der Gummilippe einfach schön rausschieben. Reicht direkt für ein Backblech voll Blechlebkuchen. Und dann ab in den Ofen schieben bei 190 Grad Ober-Unterhitze, bei Heißluft 170, 180 Grad. Nach 30 bis 35 Minuten kommt der Blechlebkuchen zum Ofen raus. Und das war halt unkompliziert früher. Alles rein mischen und dann ab in den Ofen. Schön sieht man oben auch noch so ein bisschen vom Kakaopulver diesen Durchzug. Würde man heute alles nicht mehr machen, da würde man die flüssigen Zutaten mit dem Honig sogar etwas erwärmen, damit der Zucker schmilzt und also dass sich der Zucker auflöst, dann die trockenen Zutaten dazu glatt rühren und dann erst in den Ofen rein. Früher war es halt unkomplizierter. Den Kuchen habe ich mir ausgeformt. Noch ein Tipp, ich will dir mit dem 35 Minuten Backzeit keine Angst machen. Jeder Ofen ist unterschiedlich. Nicht, dass es dann heißt, du nach 35 Minuten, der Kuchen ist mir zusammengefallen. Was du auch machen kannst, ist die Backtemperatur erhöhen. 35 Minuten sollte einfach das Limit sein. Die Backtemperatur erhöhen 200, 210 Grad. Dann hast du tendenziell auch noch mehr Ofentrieb. Ich würde einfach schauen, dass du den Kuchen nicht austrocknest. Das als kleiner Tipp. Im Notfall kannst du auch die Stäbchenprobe machen oder mit einem Thermometer messen. Zwischen 85 und 90 Grad sollte der Kuchen haben. Jetzt wird der noch mit Schokolade fertiggestellt. Hier würde ich persönlich heute Kuvertüre nehmen. Oma hat immer gesagt, Kuvertüre ist zu teuer. Da gibt es eine Kuchenglasur, die muss ich nicht temperieren. Und der Geschmack des Lebkuchens soll im Vordergrund sein. Also, Anekdote von Oma, machen wir so. Und jetzt hier einfach das Teil bepinseln. Das darf man wirklich sehen, dass es handgemacht ist. So darüber streichen, mal ein paar dickere, dünnere Stellen. Da die Pinselstruktur darf man auch etwas sehen, dann sieht das richtig schön handgemacht aus.
Etwa 150 Gramm bis 200 Gramm Schokolade brauche ich hier, je nachdem, wie viel das du da drauf packst. Und dann schneiden wir schöne Quadrate raus. Gleich noch, wenn die Schokolade noch schön weich ist. Es geht besser, sonst splittert die dann, wenn sie fest ist. Und guck dir mal diesen wunderbar saftigen Blechlebkuchen an. Schön durchgebacken, richtig toll. Extrem saftiges Teil, schön weich, elastisch. Oben ist die Kruste anfangs noch etwas fest, die wird aber dann wieder schön weich durch die Schokolade und das isoliert das Ganze auch und macht es richtig gut haltbar. Klar, hier, wo ich ein Stück weggenommen habe, die Enden, die trocknen als erstes aus, aber sonst bleibt er super lange frisch. Wie so ein weiches, aromatisches Kissen. Genial, lecker, Weihnachtsgefühle, super simples Rezept. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken von Omas Blechkuchen. Lass unbedingt einen Kommentar da, willst du noch mehr so schnelle Weihnachtsrezepte? Hau in die Tasten rein, Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Rezept auf meinem Blog, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.